Herr Dr. Wendel, wir haben einen wunderbaren Abend erlebt. Ihr Eindruck, mal zusammengefasst. Ja, es war ein wirklich großer Abend. Die Duisburger Philharmoniker haben mit Veselina Kasarova zusammengespielt und Jan-Josef Liefers hat Texte gelesen bei einem Abend im Rahmen der Ruhr-Triennale, der hieß Une Nuit d'Amour. Und genau so war es auch. Das war ein göttlicher Abend. Einerseits die Texte der Brüder Goncourt, die Jan-Josef Liefers so lebhaft gelesen hat, dass man es sich nicht besser vorstellen könnte. Also wir haben miterlebt, wie die Größen der damaligen Zeit aus der Gesellschaft wirklich eben lebendig geworden sind. Und dann Veselina Kasarova, diese unglaubliche Sängerin, wie sie keine andere auf der Welt so existiert. Sie hat es geschafft, in einer Form, wie ich das so noch nicht erlebt habe, das Orchester zu inspirieren und zu motivieren. Die Musiker haben tatsächlich für sie gespielt, für sie getragen, auf Händen getragen, so muss man es sagen. Und von daher ist es ein wirklich großer Abend geworden. Wir sind stolz, dass wir bei der Ruhr-Triennale mit den Duisburger Philharmonikern dabei sein konnten und einen wirklichen Weltklasse-Abend mitgestalten durften. Das Publikum hat wirklich gerast, sonst kann man das nicht sagen. Ja. Das Besondere war ja, dass wir eine Kombination aus instrumentalen Stücken, Gesangskunst und Lesung hatten. Ja. Das schreit doch eigentlich nach mehr. Das schreit nach mehr. In der Tat ist es so, dass das bei der Ruhr-Triennale Tradition hat. Aber wir denken darüber nach, sowas vielleicht auch in unseren philharmonischen Konzerten bei nächster Gelegenheit mal zu kultivieren. Zumal wir den Herrn Liefers ja schon überzeugen konnten, dass er große Lust hat, das mal zu machen. Ganz genau, so ist es. Und mit ihm zusammen können wir dann sicherlich ganz großartige Dinge tun, denn er hat eine Überzeugungskraft, die ich so selten erlebt habe. Wir haben ja mit beiden Darstellern ein hervorragendes Interview geführt, also sehr intim, sehr authentisch. Das werden wir auch noch veröffentlichen. Glauben Sie, dass sowas wie die Triennale ein Ort ist, wo die Menschen ein bisschen mehr von sich selber zeigen, von der Seele, weil so familiären Charakter hat eigentlich? Ich glaube schon. Es ist einerseits der familiäre Charakter, der eben sehr gepflegt wird von den ganzen Triennale-Kollegen. Außerdem ist es so, dass die Triennale eben für Kreativität steht. Das merkt man einfach. Hier herrscht wirklich ein großer Geist von Kreativität. Eine Erfindung, die noch Mortier gemacht hat, ist diese neue Form, neue Konzertform der Kreationen. Und das ist eben etwas, dieser Geist weht hier durch die Halle gewissermaßen und das merkt man auch bei allen Künstlern. Wir waren ja hinter der Bühne und haben sehr engen Kontakt mit den Musikern gehabt und haben gemerkt, was für einen Spaß sie dabei gehabt haben. Ja, haben die. Das lag, glaube ich, auch an der sehr beschwingten Musik. Ja. Die hat ja eigentlich was Besonderes. Ich hab im Programmheft gelesen, dass das nicht unbedingt eine Musik wäre, die alltäglich ist. Nein, es ist nicht alltäglich, es ist Operette, das machen wir natürlich gelegentlich auch. Es ist eine Musik, die auf eine Art sehr heikel ist, weil es eben leicht ins Vulgäre abdriften kann. Und heute ist es aber, dank Veselina Kasarova und dem angespornten Orchester, von einer Delikatesse und mit einem solchen Pariser Parfum rübergekommen, dass es wirklich ganz große Kunst gewesen ist. Wir haben jetzt ja schon einen sehr schönen Abend erlebt und wir sitzen hier, ich schwenke mal eben rüber, im kleinen Kreise noch. Ich sehe den Herrn Liefers, den Herrn Güttler sehe ich dort vorne sitzen. Und ganz genau, das Team der Ruhr-Triennale ist noch da. Ja, und wir beide werden uns noch zusetzen, einen kleinen Wein, oder was auch immer. Was haben Sie heute Abend genossen? Genau, einen kleinen Rotwein haben wir genossen. Dann werden wir zusammen noch ein Gläschen Rotwein trinken und bedanken uns ganz, ganz herzlich für die Menschen, die heute Abend uns bei Twitter und im Internet verfolgt haben und werden die nächsten Tage, spätestens wenn am 15.09. dann unser neues Weblog online ist, darüber berichten und das Video mit dem Herrn Liefers und der Frau Kasarova exklusiv dort zeigen. Prima, genau, das machen wir, da freue ich mich schon drauf.